Und wir springen in die zweite Pick-and-Bun-Phase. Möge es diesmal besser laufen. Saiyaban. Seitens Pepe. Kasadin Ban ebenfalls ein Replikat von der ersten Runde. Das sieht zurzeit noch sehr wie letzte Runde aus. Die Hochschule ist working on it, TM. Das gefällt mir. Sekban ist ebenfalls dabei. Leon, also das Lidl, Jungler von Lidl hat ja schon viel mit Sek gezeigt in den letzten Games. Wahrscheinlich haben sie da einfach viel zu viel Respekt und Angst vor. Also Pepe geht hier mit den Bans des letzten Games. Fühlen sich relativ safe mit diesen Bans. Ich meine, sie haben ja auch die Runde gewonnen, also. Lidl-Band ja, ebenfalls auch Lidl genau dasselbe. Das, Und da es ist wieder der Chugat-Hover. Wenn es jetzt nochmal Vladimir wird, dann frage ich aber. Muss mir kurz ein Fragezeichen rüber pingen. Vielleicht wird es auch die Vayne-Top. Man weiß es nicht. Was pickt man als nächstes? Den Ornn. Okay, interessant. Ja, es kann sein, dass die Cloth Armor und Vladimirs Bild war da, glaube ich, nicht ganz aufgehoben so richtig. Das war ein bisschen nicht angebracht. Ornn könnte wiederum ein gutes Mittel gegen Shogat sein, weil er mit seiner W erst bei den Knockup countern kann. Und vor allem mit seinem prozentualen Schaden gut gegen den Shogat glänzen kann. Mit seinem, was weiß ich, wie vielen Leben. Nunu. Ein Signaturpick des Junglers von Lidl. Sollte sich sehr wohl auf Nunu fühlen. Das könnte also gut enden. Nami-Pick. Ebenfalls ein relativ guter Engage für Pepe. Also wenn man da jetzt ein Team findet, was sehr gut follow-upen kann, kann das böse enden. Und man geht wieder für den Caitlyn-Pick. Caitlyn Nami ist auch wieder sehr safe. Also müssten dieselben Spieler sein, also ich glaube nicht, dass die jetzt ausgewechselt haben. Also seitens Lidl sind es definitiv dieselben. Und Pepe wird ja, ich glaube, nach einer gewonnenen Runde nicht auswechseln. Also ich weiß es nicht. Also die ersten drei sind auf jeden Fall dieselben. Ich weiß jetzt nicht, ob die unteren beiden noch dieselben sind. Die gleichen. Kiana Ban ebenfalls gleich zur ersten Runde. Also beim Ban schenkt man sich ja nichts. Vielleicht sind das ja alles, Ja, es sind noch dieselben. Dixpicks. Keine Substitutions. Vielleicht bannt man hier die ganzen Mains der Leute weg. Aber stimmt, Sivir könnte eine sehr gute Wahl sein gegen Namen. Und vor allem gegen Caitlyn's Fallen, da kann man sich ganz gut mal Mana besorgen. Ja. Und mit Ornn hat man für Sivir auch eine ordentliche Frontline, also. Und Nunu ebenfalls. Der Olaf ist jetzt Olaf neu. Der Olaf Respekt Bann wahrscheinlich. Da möchte man nicht nochmal die Flashbacks aus dem ersten Game haben. Und der letzte Bann für Pepe wird der Yasuo. Da hat man einfach zu viel Angst vor dem G2 Flawless Yasuo. Sehr gefürchtet, glaube ich. Aber weil Jäger schreibt, Elise ist offen, spielt er bei Pepe Elise? Oder woher kommt jetzt die? Also ich weiß über Pepe nicht sehr viel. Hab jetzt auch nicht verfolgt, was da so gespielt wurde. Fresh ist natürlich auch sehr guter Pick für den Support. Sehr stabil. Fresh ist natürlich auch so mit einer der Picks von Max. Also. Gibt das hier auch nochmal ein bisschen mehr Halt auf der Lane, weil sie kann durch das Space Shield viel denyen und dann nochmal durch die Laterne gut entkommen. Ja. Das, wo man ja bedenken muss, dass er ja relativ
dass sie eine sehr lower Range hat gegenüber der Caitlyn, also. Dann entscheidet sich für den Jarvan und den Galio. Jetzt nimmt Pepe die Combo von Lidl hier. Jetzt natürlich die Frage, ob Pepe diese besser executen kann. Und es wird der Corki auf der Midlane. Auch ein Comfort-Pick. Also alle von Lidl haben so ziemliche Comfort-Picks. Das muss man mal so sagen. Ein Vorteil für Lidl sein. Ja, wahrscheinlich war deswegen dieses so ziemlich gemeint. Also Botlane. Also von Lidl der Support, Midlaner und Jungle haben definitiv Comfort-Picks. ADC da wahrscheinlich jetzt eher nicht, aber Sivir ist da jetzt, glaube ich, nicht so komplex, dass man da viel falsch machen kann. Komplexes Design. Nicht vorhanden. Aber das könnte wieder ein sehr interessantes Game werden. Ich hoffe es zumindest. Ja, mit Silverfish hat man auf jeden Fall einen sicheren Weg, also. Silver ist auch diesmal ein Champ, der nicht wie Caitlyn beim ersten Game aus der Jarvan Ult raus kann. Aber durch die Fresh-Laterne hat man da nochmal einen Escape, den die Silver wählen kann, wenn es nicht der Flash ist. So, ja. Im Allgemeinen hofft man, dass jetzt wahrscheinlich Toplane und Mitte besser läuft. Corki wiederum auch mit seiner Package eine sehr gute Gankmöglichkeit für Top und Bot. Das stimmt durchaus, ja. Könnte das sehr gut enden. Aber an sich Jarvan wahrscheinlich halt im Early Game mehr Damage bei den Ganks, glaube ich, als der Nunu. Nunu hat da eher den CC-Vorteil. Ja, dafür, ja. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, Nunu kann schon ziemlich viel Damage drücken, so ist es nicht, aber ja, Jarvan ist halt ja, bekannt dafür. Jarvan ist halt Jarvan. Ja, ich schätze, dass man einfach mal hofft, dass jetzt der Shogat nicht wieder eskaliert und mit 20.000 Leben rumrennt. Ich glaube, das hofft Lidl sehr stark. Drachen sind natürlich auch immer ein wichtiger Faktor, weil wenn du jetzt vorne bist und da spawnt ein Cloud oder so, ist das natürlich für dich extrem mies. Wenn du jetzt im Early Game dir mal schnell einen Cloud erhaschen kannst, einen Ocean meine ich, Entschuldigung, ist es natürlich für die Laning Phase ein extremer Vorteil. Und Infernal und Mount natürlich genau dasselbe. Clouds sind da immer ein bisschen die, die nicht so gemochten Drakes. Aber da freue ich mich definitiv auf die Preseason-Änderung. Wenn die Drakes dann doch mehr Einfluss auf die Kluft haben. Das könnte bestimmt und definitiv lustig werden. Und absolut nicht in Chaos enden. Drei Oceans sind immer. Vor allem, weil die Laning Phase für Pepe so schnell vorbei war, waren natürlich die drei Oceans gar nicht sinnvoll. Ja, und sie haben halt auch nicht geskirmished, sie haben halt wirklich dann geteamfightet. Bei Skirmishes bringen halt die Ocean Drakes schon was, weil du dann halt schneller wieder regenerierst. Aber wenn du halt dein Team komplett, das Gegnerteam komplett umlegst. Wie kannst du was machen? Moment. Habe ich glatt vergessen, den Score hier zu ändern. Wir haben so hier drüber gelabert. Da habe ich das glatt vergessen. Vergessen. Ja. Herzlich willkommen zum ersten Game zwischen Lidl und Pepe. Ab ins Spiel. Pepe 1-0. Punkte können wir auch nochmal angucken, falls irgendwer überragt. Und da sticht natürlich der. Da stechen beide Supports heraus mit ihren Punkten. Also Nami und Fresh scheinen da die eher häufiger gespielten Champs zu haben.
Wir springen hier sehr schnell ins Game rein. Du vielleicht. So, Game 2, Little gegen Pepe, beginnt. Ich bin gehypt. Ich hoffe, dass jetzt ein bisschen mehr Diversity dabei ist. Und wir ein paar spannendere Games sehen. Kamera, wo bist du? Dankeschön. So, man geht jetzt. Ich wollte nur sich nur nochmal genau die Fountain anschauen. Man geht die genau andere Richtung bei beiden Teams. Lidl wählt den oberen Weg, Pepe den unteren. Aber man scheint den Invade von Lidl nicht zu vermuten und Lidl lässt es auch. Die gehen da lieber. Die entscheiden sich für den sicheren Weg. Haben aber auch keine Wards da gelassen, wenn ich das richtig sehe. Unverständlicherweise. Also ich hätte zumindest den Ornn da gelassen. Mhm. Oder zumindest einen Ward gestellt. Ja gut, Ornn muss halt den nur helfen. Hey. Ob Nunu jetzt so viel Hilfe braucht, ist fraglich. Ja. Er ist kein Checo. Jarvan geht den Red an, genauso wie der Nunu. Selbst dem Perfing zufolge könnte der Nunu dann eigentlich Level 2, Level 3 Botlane relativ aggressiv reingehen können. Ja, Jarvan pafft direkt. Jarvan geht gleich aggressiv Bot. Und Lidl steht gar nicht gut dafür. Sie haben es gesehen, dass sie da sind. Nami misst ihre Crew. Jarvan aggressiv rein. Thresh, gutes Flay. Sieh, man musste auch flashen. Ignite geht raus von Thresh. Jarvan frisst nochmal die Kuh von Zimmer, aber es reicht nicht. Mhm. Toplane ebenfalls gleich aggressiv. Also beide Teams wollen es hier definitiv wissen. Die lassen sich nichts erzählen. Ja, aber Sivir ohne Flash. Sivir ohne Flash. Ah, sie hat ja Space Shield, sie hat die Lantern. Ja. Es geht, ne? Vielleicht noch verkraftbar. Ich weiß nicht, ob es so worth ist für Pepe, dass Jarvan halt den Flash getradet hat. Jetzt kommt der Early Top Gank von Nunu. Shogard muss flashen. Guter Knockup von Ornn, guter Knockup von Nunu. Und das könnte der. Das wird der First Blood. Das First Blood. Für den Nunu. Well played. Guter Early Gang. Guter Flay von Fresh. Für Schaden. Das reicht leider nicht. Silver na, auch relativ Cuban. Low. Ey, das geht direkt heiß her. Ja, aber direkt Gank Mitte. Thresh mit E-Start ist eigentlich normal. Das ja. Das hat nicht unbedingt was mit Respekt zu tun, weil mit dem E hast du ja auch noch den Bonus Damage auf den Basic Attack. Ja, aber vielleicht gegen Nami, Caitlyn ein bisschen sehr riskant, weil die haben halt schon ihre Range. Ja. Du wirst nicht gut rankommen, ohne viel gepokt zu werden. Aber ich meine, er ist Fresh Main, vielleicht hat er ein bisschen mehr Erfahrung darin. Ja, ich bin halt aber einfach der Meinung, dass der E Level 1 halt auch einfach besser ist, weil der CC halt instant ist und nicht wie der Q halt den Wind-Up hat. Genau. Also die Reihenfolge ist im Allgemeinen egal, Firecon, aber die Farben müssten stimmen. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die Farben stimmen, Orientierung Farben. Nicht so. Ja, Orientierung. Man könnte es doch ändern, wenn jetzt unbedingt verlangt wird. Aber ich dachte, die Farben reichen meistens aus. Da kommt der Botgang von Nunu. Doppel-Knockup. Hook sitzt auf Caitlyn. Nunu kriegt die. Silver kriegt die Nami. Und die. Caitlyn fehlt ebenfalls. Guter Gang von dem Nunu. Ja. Und diesmal geht Leon hat wesentlich mehr Impact als im letzten Game, also. Definitiv. Man merkt, dass er dass nur noch einer seiner Comfort Champions ist. Definitiv. Und Lidl jetzt schon 3-0 vorne. Wie ich schon gesagt hatte, Jarvan ist nicht so ein Champion, auf dem ich ihn oft sehe. Ich weiß nicht, ob er darauf geforst wurde, durch die Teamcomp oder so, weil sie Galio spielen wollten, aber. Ja. Könnte sein. Man weiß es nicht. Jarvan jetzt schon am Counter invaden. Also im Gegner-Jungle unterwegs. Und Dodge Knockup. Grass prockt. Knockup kommt rein.
guter Schaden von dem oben. Man dodgt den Knock-up. Erneut. Und Jarvan ist jetzt Richtung Top unterwegs. Das sollte der tote On sein. Es gibt laut Bullensteak für die Jungs von Pepe. Aber On kommt raus. Es gibt kein Steak. Schade. Aber gut für Lidl. Guter Knocker von Sugar. Man versucht es nochmal. On rein. Der hat keinen Bock mehr. Knocker von Jarvan sitzt. Und Kill geht an den Jarvan. Du hast nicht so viel verpasst. Also momentan erneuter Botgang von dem Nunu. Knocker von der Nami sitzt aber. Guter Hook von dem Fresh. Das sollte der Kill auf die Caitlyn sein. Also deutlich mehr Bot-Pressure als im ersten Game. Ja, definitiv. Die DF von Eddie sollte mal ordentlich aufgefrischt werden. Ich habe einen Back jetzt oben. Und geht jetzt gleich direkt den Mountain an. Das ist natürlich jetzt äußerst gut. Hier, wir können jetzt wiederum auch deutlich überrumpelt werden von der drastischen Spielveränderung von Lidl. Weil sie im ersten Game ziemlich safe gespielt haben und jetzt sehr aggressiv dabei sind. Team-Icons vertauscht? Nee, Farben stimmen. Ich dachte, das reicht. Wieso riecht sich hier jeder so auf? Mitte-Gang von nun ebenfalls, aber der Geile kommt raus. Aber wenn ihr wollt, dass die Reihenfolgen auch stimmen, dann können wir das natürlich einrichten. Wenn ihr darauf so unbedingt besteht. Aber Dankeschön. Sehr verziehen, das finde ich toll. Und sehr aggressiv jetzt Top Lane dabei. Aber Shogun hat auch wieder zwei Tanks, die sich nichts nehmen. Da wurde ein Knock-Up-Predict vom Shogun, aber On behält die Ruhe. Shogun jetzt mit dem Knock-Up hinterher. Und Shogun hat sogar noch Ult. Das könnte der Kill für Shogun sein. Anscheinend reicht's noch nicht. Und On nimmt die Safe Ult. Nunu ist auch oben. Und das sollte jetzt der Kill für Nunu sein. On geht nochmal rein. Shogun stirbt noch, also Shogun killt noch den On so rum. Ja, ich weiß nicht, warum er da reingedasht ist unbedingt. Und Shogun kommt Leon hatte den Kill wahrscheinlich safe. Oder auch nicht. Botgang von Jarvan, da ist die Save-Laterne. Guter Hook von Fresh. Damage von Silver ist da, aber die Caitlyn kann die Silver in aller Ruhe poken. Also das war definitiv gerade großer Fehler von On. Das tat Lidl richtig weh. Da ist ein Kill flöten gegangen und ein Kill an die Gegner gegangen. Also zwei Sachen, die du eigentlich vermeiden möchtest. Toplane, der Shogun backt jetzt. Kauft sich jetzt sein Magic Resist Cloak. Und macht er mit seiner passiven Magic Resist und seinem Feuer. Deswegen sollte das eine ziemlich gute Wahl sein. Nunu Richtung Botzeit wieder unterwegs. Wird jetzt seinen Jungle clearen. Gold Difference nach 9 Minuten können wir auch mal schnell anzeigen. Sivir ist knapp 900 Gold vorne. Wollen wir jetzt nicht ganz übertreiben. Und Corki Mitte ebenfalls 100 Gold vorne. Und da kommt der Botgang wieder. Jarvan ist aber für einen Countergang da. Guter Knock-up von der Nami. Und Jarvan war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Shogun tippt ebenfalls rein. Man geht für den Chase. Nunu stirbt noch. Fresh hookt noch ein. Und man entscheidet sich hier gegen den Dive. Ja, und trotzdem sehr starker Countergang von Jarvan. Das war... Da hat Jarvan gut abgewartet und dann den perfekten. Das CP. Ja, es war ambitioniert, sag ich mal. vom Shogun. Aber ich meine, hat ja nicht wirklich viel verloren. Weil mein On wird wahrscheinlich erst im späteren Verlauf des Spiels durch die Teamfights kommen. Durch die sehr global aktiv
einschlagende Ult und durch die Items fallen. Die sollten im späteren Spielverlauf nochmal einiges hermachen. Ingo gönnt sich jetzt den Blue. Sivir jetzt mit BF Sword und Karl hat sich schon vorhin gekauft. Aber gute Entscheidung für Karl zu gehen. Weil Movoto Offbot dann gegankt und da einfach für den Safe Farm zu gehen. Kann in den meisten Fällen gut was entscheiden. Da hat der On, wo der Shogun 100 TP hat, definitiv nicht gepusht, ja. Das wäre. Zwei Platings wären für den On viel wert gewesen. Fresh jetzt sehr aggressiv unterwegs, nur noch mit dem nächsten Bot-Gank. Jarvan wieder mit dem Counter-Gank am Start. Bubble von Nami sitzt, Schaden von Caitlyn sitzt. Nur ultet jetzt, geht auch in die Falle von Caitlyn. Gale ultet ebenfalls runter. Und das sind wieder Kills. Oder ein Kill für beide Teams. Shogard geht jetzt Mitte. Corki kann leider keine Platings weiterholen. Fresh, guter Hook. Nami Knockup sitzt. Sivashal sitzt auf jeden Fall auch. Bekommt man den Supporter hier noch? Man bekommt ihn. Der Fresh Kill ging sogar Nami. Also. Doppeldorf für Lidl. Das war definitiv gute Aktion von Lidl. Caitlyn den Kill nicht bekommen. Es sieht auf jeden Fall besser aus als im Game davor. Definitiv. Also elo-technisch nimmt sich bei Lidl nicht viel, die sind eigentlich alle ziemlich gleich auf. Ja, aber Top Platin ist jetzt, wenn man es so nimmt. Alle sind glaube Latin 4 und Top ist halt Gold 1, also so viel nimmt sich da jetzt nicht. Ich glaube sogar Midlane ist sogar Platin 3 mittlerweile. Also bei Lidl sind alle sehr tight zusammen. Elo-technisch. Ja. Man geht jetzt für Mitte Roam. Mit dem Fresh zusammen. Und dem Nunu. Hook sitzt, Knockup sitzt, alles sitzt. Der Kill sitzt ebenfalls. Ziemlich gut. Ron geht jetzt aggressiv rein. Benutzt den Flammenwerfer sogar direkt. Nunu entscheidet sich jetzt für den Top Gank. Bricht aber ab. Weil sie wissen, dass Jarvan da ist. Man kann jetzt auch mal schnell die Vision vergleichen. Pepe hat auf der Topseite ein Deep Control Ward, aber ansonsten nicht viel um die Objectives gestellt. Und Lidl hat ebenfalls nicht sonderlich viel, bis auf Botside Jungle um den Drake herum. Ein paar vereinzelte Wards. Steve sammelt hier das Gratis-Mana, was Caitlyn ihr beschert. Jarvan geht jetzt für den Counter-Gank. Das könnte dem Nunu den Red kosten, denn es kostet ihm den Red. Da kann er auch nicht viel machen. Gute Bubble von Nami. Schaden von Caitlyn sitzt. Trap war... kam, glaub, zu spät auf. Fresh macht hier definitiv gute Plays. Jarvan Fear hat hier im Jungle gerade definitiv die Überhand. Deep Vision wurde jetzt auch von Pepe verstellt. Was ist los? Deep Vision wurde jetzt auch aufgestellt von Pepe. Auf der Topside. Lidl immer noch sehr beschränkt, Thema Vision. Und sehr aggressiv gegen den Shogard. Shogard denkt sich aber, Alter, ich gehe ja nicht ran. Oh, die Ornn-Ult könnte noch mal einiges ausmachen mit dem prozentualen Damage, aber Ornn geht lieber. Jarvan ist aber ebenfalls zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ultet auf den Ornn. Shogard kommt hinterher. Und das sollte der tote Ornn sein. Das ist der tote Ornn. Corki hat mit seiner W auch relativ einen Safe Escape vor dem Galio. Also ist Game 2 deutlich spannender als das erste Game. Finde ich aber gerade richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich
Shogar pusht jetzt in aller Ruhe mit seinen, was weiß ich, wie vielen Leben und demolischt den Top Tower ein bisschen. Ron hat TP für den Top verwendet. Und Botlane scheint man Interesse zu haben seitens Paper. Jarvan ist am Start. Thresh huckt sogar rein, das könnte jetzt sehr tödlich enden. Jarvan ist da für den Countergank. Der TP von Corki kommt. Jarvan kommt. Oder Siva kommt sogar nochmal raus. Und Lulu kommt jetzt. Aber man lässt es lieber. Also Jarvan ist momentan mit dem Positioning ziemlich gut dabei. Er ist immer da, wenn man ihn braucht. Und hat im momentan die Macht über den Jungle. Geilo wird jetzt auf die Toplane rotieren. Und sehr aggressiv. Da hätte er eigentlich schon eine Weile weggehen sollen. Aber man holt den First Tower. Das ist wiederum jetzt eine ziemlich gute Eintauschsituation. Wenn er jetzt natürlich noch wegkommt, wäre es Doppelpremium. Aber das sollte, glaube ich, nicht passieren. Weil er jetzt gefressen wird. Aber First Tower geht an Lidl. Lidl damit sogar knapp 1800 Gold vorne. Einzelnen Lanes, Mitte 600 Gold Lead. Top ist sehr gleich, ziemlich gleich auf eigentlich. 70 Gold, ein Control Ward. Kann man sich darauf sparen. Und Bot Lane hat Ziba auch 2000 Gold Lead. Also momentan ist man bei den ADCs gut dabei. Von Lidl zumindest. Man macht jetzt hier den Ocean. Mit dem allgemein gut sein, aber ist sogar schon der zweite Ocean. Da habe ich anscheinend einen Drake verpasst. Ja, für mich. Mir ist auch nicht aufgefallen. Wir machen. Macht Lidl hier Sneaky Barons, die nicht mal wir bemerken. Boah, drei Drakes auf Seiten des Lidl. Ist immer gut. Besser Drake haben als nicht haben. True. Und wie gesagt, bei Skirmishes ist der Ocean Drake auch richtig gut dabei. Oh, stimmt. Tut mir leid. Komplett vergessen. Danke für den Hinweis. Das war mein Fehler. Infernal ist der nächste Drake. Der ist dann wiederum wichtiger als der Cloud. Nunu tankt hier das Free Mana für die Silver. Caitlyn möchte halt momentan eigentlich einfach nur scalen, dass sie ihre Items zusammenbekommt. Ja. Vision können wir nochmal schnell reingucken. Hier haben wir noch den aggressiven Control-Wort da oben auf der Top-Lane. Und Lidl gute Drake-Vision, also den Infernal, wollen sie anscheinend haben. Man versammelt sich jetzt hier ziemlich aggressiv auf der Mid-Lane bei beiden Teams. Der Red geht, glaube ich, gerade ans Ziel hier. Jawohl. Das wird jetzt gerade ein Aram. NA lässt grüßen. Den Ward kriegt man da sogar. Keinerlei Vision für Pepe. Aber beide Teams sind gerade in Kampflaune. Gold ist auf. Jede 1000 Gold vorne mittlerweile nur noch. So viel nimmt sich da nicht. Aber das sind wenigstens die spannenden Games, die wir haben wollen. Das finde ich sehr schön. Durchaus. Machen wir liebend gern. Hat wahrscheinlich nicht so viel geändert. Top Controller ist immer noch da.
Drake Vision von Pepe wurde nicht gestellt. Titel immer noch von Shoreward beim Drake am Start, aber die Vision um Drake herum ist mittlerweile schon ausgelaufen. Caitlyn farmt alle Ruhe Bot, Jarman ist als Bodyguard unterwegs. Boah, Pepe immer noch Mitte. Beide Teams sehen sich da irgendwie doch eher im A-Ram als in Summoner's Rift. Bot jetzt der Herald von Pepe. Das könnte natürlich schmerzhaft sein, aber da Nunu und Koki schon runter rotieren, sollte das nur ein Tower werden. Wenn überhaupt. Ja, Tower fällt. Aber einen weiteren kriegen sie nicht. Ja, Outer Turret auf der Botlane ist fein zu verlieren. Ja. Absolut in Ordnung. Jetzt bricht auch schon die letzte Minute an, bevor der Infernal Drake spawnt. Deutlich wichtiger Drake. Galio pinkt ihn auch schon. Cydia pinkt ihn ebenfalls. Also beide Teams haben den Drake im Fokus. Diddle aber gerade deutlich mehr aggressiv unterwegs. Guter Hook von Fresh. Jetzt wird er engage. TP von Galio kommt ebenfalls rein. Nunu bereitet seine Ult vor. Aber Pepe kann hier nichts anderes machen, außer sich zurückzuziehen. Gute Ult vom Orm. Der Fresh killt den Jarvan. Cho'Gath ist auch noch Zwickmühle. Kommt nicht raus, stirbt ebenfalls. Also der Fresh zieht momentan ziemlich coole Sachen ab. Ja, Max Fresh ist halt schon ein bisschen. Der ist schon. Bisschen sauber, du. Schon, warum er Senna rausgelassen hat, weiß ich bis heute nicht. Die hätte ruhig drin bleiben können. Aber der Rest ist schon ganz cool. Ein Game von ihr gespielt war mehr oder weniger nice. Ja, ein paar Mal auf die Schnauze bekommen. Ich mag den Champion nicht. Ich hab noch nicht so wirklich die Chance, sie richtig auszuprobieren. Ich finde an sich halt ihr E ist halt. Liebe für Pepe ist natürlich immer gut. Aber wir wollen natürlich auch drei Games sehen. Das soll spannend sein. Jarvan und Cho'Gath jetzt sehr aggressiv dabei. Beide Teams machen natürlich hier sehr schöne Sachen, definitiv. Oh, Pepe hat ja nicht. Nicht aus Versehen das erste Game gewonnen. Und geht jetzt hier für den Engage, aber er wird abgebrochen. Kasamun ist unser Lidl Fanbase. Jarvan nimmt hier den Red. Also, definitiv. Aber wenn Pepe das gewinnt, wäre es natürlich absolut verdient. Weil es sind einfach Teams, die gerade auf Augenhöhe spielen. Und es wird das weitere Aram. Split-Push oder so wurde anscheinend noch nicht erfunden. Und Aram it is. Der Galio geht jetzt Richtung Botlane, da kann er einfach mit seiner Ult dazukommen. Ah, kommt doch wieder Mitte. Sivir wir mittlerweile hier Infinity Edge fertig. Drei Items Sivir versus eineinhalb Items Caitlyn. Und der Orm verteilt mittlerweile auch schon seine tollen Sachen aus dem Merch Shop. Koki hat schon ein schickes Trinity Force abbekommen. Wird wahrscheinlich als nächstes das Infinity Edge bekommen.
Ja, wenn jetzt gegen den Corki, aber daraus bildet sich auch nicht wirklich was. Momentan eher Mexican Standoff als was anderes. In 2 Minuten wäre dann der nächste Drake, wäre der Mountain. Gut, auch vom Fresh wieder mal. Da kommt das Redemption. Und Dash daneben. Und der Engage wurde mal wieder verhindert. Aber beide Teams kommen momentan zu nix. Gold hat sich auch nicht allzu viel verändert, immer noch 2000 oder mittlerweile wieder 2000 Gold Lead für Lidl. Jarvan findet leider keine Engage-Möglichkeiten. Vision können wir nochmal reingucken schnell. Pepe definitiv gute Vision-Kontrolle am Start. Zumindest mehr oder minder 1-2 Control-Bots, die gut geplaced sind. Lidl wiederum da auch nicht viel anders. Aber Lidl möchte anscheinend jetzt für den Baron Pressure gehen. Ja, nur der Fresh. Der kümmert sich gerade um Vision wahrscheinlich. Corki jetzt Botlane unterwegs. Guter Knocker von Shogun. Kommt der Engage vom Orm? Fresh ist ebenfalls am Start. Geilo kommt nah. Lulu kriegt ein bisschen auf Fressbrett. Und guter Engage auf die Carries. Corki kommt jetzt auch rein, Tibet. Guter Hook von Fresh. Sivir schnetzelt den Shogat. Der kann da nicht viel machen. Fresh holt die Sivir hinterher. Und die anderen 4 sind rausgekommen. Die Unhold war definitiv gerade ein guter Hinhalter für die Carries von Pepe. Sehr interessanter Fight. Nur eine Person stirbt. So. Aber man bekommt jetzt 2 Tower. Also so schlecht war der Fight gar nicht. Ja, für Lidl war es sehr gut, für Pepe jetzt eher nicht so. Sie waren halt alle sehr low nach dem Fight. Mussten und halt basically. Und geht nochmal weiter rein. Nunu kommt zur Hilfe, man geht jetzt den Mountain an. Man macht den Mountain. 2 Mountains, 2 Oceans und einen vorne. Also Drakes hat Lidl definitiv. Durchaus. Also Baron Pressure ist im Allgemeinen bei Lidl und Pepe geht jetzt für den Baron. Das kommt jetzt sehr unerwartet. Ja, wahrscheinlich so ein Lidl geht gut, aber sie sollten jetzt abbrechen, sie brechen auch ab. Ja, also Pepe. Titel hat definitiv im Allgemeinen die Baron Pressure, weil sie einfach 2 Mountains haben. Fischen wird jetzt auch rumgeklärt. Jetzt kommt der Dritte, der schon fragt. Nein, die Farben stimmen überein. Vielleicht solltest du es doch ändern. Ich soll es, glaube ich, in Zukunft doch anders machen. Weil es verwirrt doch ein paar Leute. Ja. Dann werden wir es in Zukunft wahrscheinlich mal ändern. Dass das besser passt. Und der Baron wird jetzt begonnen. Und man durch die 2 Mountains reckt man ihn sehr schnell. Also die Leben fließen nach unten. Ja. Baron geht jetzt an Lidl. Und der safe Backboard wird nicht eingeleitet. Baron ist halt actually geschmolzen wie ein wunderschönes Eis an einem heißen Sommertag.
Eis. Versammelt sich jetzt noch mit Lane. Corki wird die Botlane dann mehr pressuren. Aber Pepe kann die Lane immer ziemlich gut weghalten. Lide mittlerweile 6000 Gold vorne, also der Goldvorsprung ist mittlerweile schon gegeben. Mhm. Wahrscheinlich wäre 1-3-1 jetzt gerade die beste Entscheidung, aber vielleicht hat Lide andere Pläne. Tower bekommt man hier fast. Tier 2 Botlane fällt jetzt. Mein zu 5, Lidl hat halt den Ornn, der ja im Teamfight eigentlich viel bewirken kann. Guter Freshup, man holt den Jarvan raus, Jarvan kommt nochmal rein. Geil ultet aber, Nami ultet ebenfalls. Nur ultet, man bekommt den Shogat. Tibia macht extremen Damage. Und der Corki macht auch nicht wenig Damage. Knapper Hook von Fresh. Aber Fresh ebenfalls wieder den Gage-Hook getroffen. Man scheint jetzt für den Finish gehen zu wollen. Ja, man hat halt auch genug Minions da. Guter Locker verloren. Geil mit dem 4. Jarvan hüpft nochmal rein. Aber der Schaden ist einfach so hoch. Sivir's Ricochets hüpfen bis nach ganz nach hinten. Caitlyn stirbt und denkt sich einfach nur von fucking wo. Ich will nicht mehr. Korg mit einem aggressiven Flash. Wir werden ein drittes Game sehen. Und damit geht das zweite Game an Lidl. Let's go. Ich meine, unbiased. Hallo. Ja. Wir nehmen, ne? Oberteil schon krass, by the way. Definitiv gut gespielt von Lidl. Aber auch gut gespielt von Pepe, kann man halt nicht anders sagen. Ja. Ja, mal sehen, was es dann jetzt geben wird im dritten Game. Sehr gespannt. Kurz auf den Damage-Graph drauf gucken, was wir hier zu sehen bekommen. Und Sivir hat den roten Balken definitiv am Start. Also wenn wir es hinlegen, haben wir ja eigentlich die Skyline von New York. Und Sivir ist irgendein Wolkenkratzer, der mit 33.000 Damage definitiv hervorsticht. Ja. Ah, eigentlich brauchen wir noch links und rechts die Spielerkameras, aber leider haben wir keinen Zugang zur NSA, dass wir mal kurz die ganzen Bildschirme anzapfen können. Aber mal sehen. Ja, an sich ziemlich solides Spiel von beiden, aber in diesem Game hat einfach Lidl besser performt.